Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Vergesst nicht, morgen gibt es eine neue Folge in Satcoin. Da stelle ich unter anderem Oculus Quest vor und auch Borderlands 3 gibt es was zu sehen und von einem neuen Ghost Recon Spiel ist auch was am Start. Apropos Ghost Recon, da wurde das Spiel vor seiner Ankündigung schon geleakt, zumindest der Titel. Ich sage euch, was da passiert ist. Dann ein US-Senator will Lootboxen verbieten. Außerdem Game of Thrones, da wurden jetzt zwei Spezialversionen der Xbox One S All Digital angekündigt. Das Ganze hat allerdings einen Haken. Und John Wick, auch da kommt jetzt ein Computerspiel. We are judges, deciding who will live and who will die. Vor der offiziellen Ankündigung des neuen Ghost Recon-Spiels ist der Titel bereits geleakt. Wie kam das Ganze zustande? Nun, der deutsche Ubisoft Store, da war kurzzeitig eine Collectors Edition von Ghost Recon Breakpoint zu sehen mitsamt Figur. Das Ganze verschwand dann natürlich relativ schnell, aber wie gesagt, die Katze ist aus dem Sack, so wird das Ding heißen. Heute um 20:30 Uhr, also an diesem Donnerstag, wird das Ganze dann genauer vorgestellt werden von Ubisoft bzw. offiziell angekündigt werden. Und vergesst nicht, schaut morgen in Satcoin, da gibt es dann weitere Infos und Gameplay-Material zum Spiel. Lootboxen sind ein Thema, die nicht nur die Gamer beschäftigen, sondern auch die Politiker, zumindest in den USA ist das der Fall. Da ist US-Senator Josh Hawley, der Senator von Missouri, auf das Thema aufmerksam geworden und will jetzt ein Gesetz durchsetzen, das Pay-to-Win, Microtransaction und Lootboxen verbietet. Er sagt, dass Pay-to-Win-Mechaniken manipulativ und ausbeuterisch sind. Als Beispiel nennt er dafür Candy Crush, Spiele, die an Minderjährige gerichtet sind, sollten derartige Modelle eben nicht nutzen dürfen. Er will einfach, dass Suchtverhalten nicht monetarisiert wird und versucht das durchzudrücken. Aber ob er das schafft, tja, das steht in den Sternen. Und wie gesagt, interessant wäre vor allen Dingen, wie Deutschland das handeln wird, ob da irgendwas kommen wird oder nicht. Das wird sich alles zeigen müssen. Letztens haben wir erst über Game of Thrones und Microsoft berichtet, weil die haben einen Tweet rausgehauen mit einem leicht angedeuteten Game of Thrones Bild. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt weiß man, worum es sich da handelt. Es dreht sich um zwei Special Editions einer Xbox One S All Digital Konsole. Das sind die Konsolen ohne Laufwerk, wo alles digital ist. Und da wird es zwei Spezial-Game of Thrones-Designs geben. Einmal im Targaryen-Design und einmal im Night King-Design. Problem an der ganzen Sache ist, ihr werdet diese Konsolenversion nicht einfach kaufen können, sondern davon gibt es insgesamt zwei auf der Welt, jeweils ein Design. Und die kann man dann nur gewinnen. Und das Ganze kann man machen, indem man sich bis zum 22. Mai bewirbt bzw. mitmacht. Was muss man machen? Nun, wenn man die Targaryen-Konsole will, muss man dem Xbox-Twitter-Konto folgen, den Review Tweet retweeten und die Hashtags GamerThrones und Sweepstakes hinzufügen. Und falls ihr die Night King Konsole wollt, müsst ihr ein Like des Reveal-Postings auf der offiziellen Facebook-Seite abgeben. Dieses Jahr kommt ja ein dritter John Wick-Film und passend dazu wird jetzt auch ein John Wick-Spiel kommen. Das Ganze heißt John Wick Hex und soll laut Entwickler ein rasantes Strategiespiel mit Action-Fokus werden. Gibt auch schon einen ersten Trailer dazu, wo man sieht, dass das Ganze nicht auf realistische Grafik setzt, sondern eher Film noir und abstrakte Grafik. Das Spiel wird für den PC exklusiv im Epic Game Store erscheinen. Konsolenversionen sollen auch kommen. Wann das Ganze erscheint, weiß man allerdings noch nicht. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!